Willkommen hier auf unserem neuen, auf unserem Wannabe-Channel und mit einem neuen Projekt, das Wannabe Roundtable haben wir es genannt. Das wird ein Talk-Format, wo wir über Themen reden, die von einer Person auskommt, der gerade da Interesse hat, mit anderen Leuten darüber zu reden. Hier in dieser Folge, unserer Pilotfolge, ist es die vierer Wannabe-Player. Vorstellen einmal der Chris rechts von mir. Unter mir der Benny und ganz unten rechts noch der Michi. Und ich werde. Hallo. Ja, sorry, sorry. Ja, könnt ihr euch mal Hallo sagen. Hallo. Ich werde in dieser Folge, das war sozusagen der Anreiz von mir aus, dass ich der erste Moderator bin mit dem Thema revolutionäre Spiele und oder beziehungsweise Spielkonzepte, die so gesehen die Gaming-Industrie oder andere Spiele beeinflusst haben in jegliche Richtung. Und der Anreiz, warum ich überhaupt das Thema mir in Gedanken gekommen ist, war das neue Spiel Genshin Impact. Ich glaube, davon habt ihr auch alle gehört. Ich glaube, ihr habt es aber nicht gespielt, soweit ich weiß. Also, ich glaube, Nee, keiner von nur euch. Trailer gesehen. Aber wisst ihr, was das ungefähr ist? Ein Gacha-Game ist es. Gacha! Das Ist das richtig? Das ist Ist schon, das also richtig? jedenfalls der Was wichtigste ist ein Punkt. Gacha-Game? Ich würde später Erklärst noch du? dazu kommen, aber weil das wird ein von den Fragen sein. Und genau, das Talkformat wird so ablaufen. Ich werde über das Thema erstmal reden ein bisschen. Wird jetzt auch nicht irgendwie Statistik irgendwie alles korrekt sein oder so. Ich werde jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen daran klatschen und sagen, ey, das sind so, was da alles passiert ist. Es wird alles ein bisschen einfach nur persönlicher, jeder so, wie seine Meinung ist und einfach ein nettes Gespräch und einfach Meinungsaustauschen so über das Thema. Und für mich gleich am Anfang ist erstmal die Einstiegsfrage, ich kann mir vorstellen, wir alle haben mal Spiele gespielt. Ich meine, wir sind ja schon ziemlich lange mit Gamings, haben wir schon viel zu tun gehabt. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass jeder mindestens ein Spiel gehabt hat, das revolutionär gewesen ist oder revolutionär war oder gerade im Trend ist. Habt ihr irgendwelche Spiele, die ihr zurzeit spielt, die in diese Richtung gehen? Oder was war euer letztes davon, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt? Das letzte Spiel, boah, was revolutionär war oder wie, was das, was so quasi das Ganze angefacht Ja, hat wenn oder man wie? jetzt zum Beispiel ein Beispiel nimmt, WoW war ja so gesehen das Das erste MMO, was MMO, man ja. jeder kennt. Und man hat ja so gesehen, alle nachherigen Spiele sind ja haben ja versucht, das ja macht, Aufgebaut, ja. nachzumachen, was WoW gemacht hat. Und bis heute ist immer noch WoW mit oder das größte MMO. Also, und wie alt ist WoW? 2004, ungefähr im 2000er. Und bis dahin gab es kein MMO, was ansatzweise auf dieses Level gekommen ist. Vielleicht Final Fantasy XIV, aber auch nur seit kurzem. Kurzem, Aber nicht, aber wenn man das im Gesamt betrachtet, dann auf gar keinen Fall auf diesen Level, was WoW ja revolutioniert hat in vielen Bereichen, in MMOs und die ganzen Free-to-Play-Games, die rausgekommen sind. Ich meine, die haben sie alle versucht und wollten ja das ja kopieren, was die WoW gemacht hat. Oder wenn man Counter-Strike anschaut, ich meine, ist ja 5 vs 5 Ego-Shooter. Und heutzutage, ich meine, dieses Jahr ist Valorant rausgekommen, mit dem exakt selben Prinzip, fast ähnliche Maps, die aufgebaut sind. Overwatch war ja auch ein Beispiel. Und trotzdem ist CSGO immer noch wahrscheinlich eins der größten in diesem Bereich oder immer noch das größte. Ich bin jetzt da nicht so versiert in diesem Genre. Man hat ja auch zum Beispiel ganz Battle Royale, ein ganz neues Genre, was eigentlich von einem Film gekommen ist oder von einem Buch von Hunger Games und dieses Last Man Standing Prinzip. Und man hat ja diese so welche revolutionäre Sachen, die, sage ich mal, ziemlich im Trend gewesen sind. Dark Souls zum Beispiel auch als Einzelspiel hat ja so gesehen ja auch die Sache, was man immer sagt, ja, ist halt kein Dark Souls oder sieht aus wie Dark Souls, hat
Ähnlichkeiten wie Dark Souls und so. Man vergleicht viele Spiele in diesem Bereich, wo Dark Souls ist, ein Rollenspiel, Action basierend, immer okay, ist es wie Dark Souls? Und Dark Souls ist ja so gesehen ja eine gewisse Bewertung schon. Okay, es hat diverse Ähnlichkeiten wie Dark Souls, ist es gut und so welche Sachen. Also Also, ich würde ja. dann gleich mal, weil das ist eigentlich für mich schon die Vorlage gegeben, also bei mir ist es tatsächlich World of Warcraft, so was für mich Gaming revolutioniert hat. Also es gab genügend Spiele, wo ich irgendwie begeistert war, ob es jetzt Final Fantasy 7, 97 war oder ich mich noch daran erinnere, Assassin's Creed damals, der erste Teil, das war für mich so Open World, wo du überall frei rumklettern kannst und so, das war alles neu für mich. Aber World of Warcraft ist halt für mich das Besondere, weil mich das bis heute irgendwie immer einholt. Zur Zeit, wo ich eine Phase habe, wo ich nichts wirklich zocken will, Bock habe oder so, dann schaue ich immer gerne mal wieder rein und es ist immer wieder neu. Ja, also man taucht da richtig in der Welt ein und man hat so viele Freunde damals kennengelernt durch das Spiel, was auch neu war. Ja, man kannte normalerweise immer nur Splitscreen, ja, an der Couch miteinander hocken. Auf einmal war es neu, mit Leuten zu schreiben. Bevor es auch noch sowas wie Teamspeak gab und so, das ist ja halt im Nachhinein gekommen. Also bei mir ist es definitiv World of Warcraft, was für mich nicht vielleicht die Spielwelt revolutioniert hat als solches, mitunter schon auch, aber mich als Gamer so ein bisschen zumindest an dem Gaming gehalten hat, war auf jeden Fall World of Warcraft. Ja. Ja, also muss ja auch kurz meinen Senf dazugeben. Also bei mir ist es auch WoW, weil ich muss sagen, jedes Add-on, was irgendwie rauskam, hat mich irgendwie wieder, wo ich sage, okay, ich gehe wieder, ich greife wieder an. Also bei mir war es ja auch so, WoW war so das erste Game, wo ich sage, okay, da hast du so Kontakt mit anderen Leuten so gefunden, wo ich sage, so online, die halt jetzt nicht in deiner Nähe waren, wo ich sage, okay, was jetzt eigentlich normal ist. Früher war das normal, wo ich sage, man saß halt auf der Couch mit seinen 4 Freunden oder so und hat dann da gespielt und jetzt ist halt alles online. Und das war so der Anfang. Und man hat da auch sehr viel. Also ich fand die Community, wenn du so in einer guten Gilde warst, war das schon sehr, soll ich sagen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wo ich sage, man hat nicht oft gespielt wegen dem Spiel, sondern eigentlich hauptsächlich auch wegen den Leuten. Man hat sich so verstanden, man war, ja, es war ein cooles Feeling. Und muss auch sagen, WoW hat es auch immer wieder geschafft, wo ich sage, dass ich sage, hey, ich greife wieder an, wo ich sage, neues Addon, ich schaue es mir wieder an. Also es war bis jetzt kein Spiel, wo ich sage, hat jetzt immer so gesagt, ja, okay, will ich mal probieren, will ich es nicht probieren, WoW war mal, ja, okay, neues Addon, ich schaue es mir an. Und dann bleibe ich ein bisschen dabei. Und auch ganz cool, so mit dem Loot-System und alles. Also ich muss sagen, WoW, glaube ich, auch ein Game, was irgendwie, was ja jetzt immer noch da ist. Was so, ja, so dieses MMO halt so vorangebracht hat, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt hat natürlich ziemlich viele Ablehner, also andere Leute, die halt auch sehen, okay, ich will auch ein MMO machen, kostenlos, etc. oder mit irgendwelchen Sachen, der wurde sagen, okay, um besser zu werden, musst du in-game was kaufen, aber halt so dieser MMO-Verschnitt ist halt, ja, so wie jeder Vorreiter und jetzt halt gibt es ziemlich viele, ja, ähnliche Sachen. Aber ich würde auch sagen, also vom MMO her, WoW, auf jeden Fall das Game, was so das Ganze vorangebracht hat. Also für dich so gesehen revolutioniert Ja, hat als ja, ja. Gamer, wo du doch mehr in den Bereich Gaming reingegangen bist. Ja, genau. Wahrscheinlich dann Genau, weil. auch zu Christoph, vielleicht ist es dann euer erstes Online-Spiel gewesen in diesem Bereich oder war das, Also bei mir gab auf es jeden Fall. Also wir haben bei mir. LAN-Partys gemacht und Ja. wie es halt damals war, da hat Ja, einer eine Landwirt. Switch dabei gehabt oder so und dann haben wir, hieß die Switch schon, ne? Die, wo Ich du die glaube nicht. ganzen LAN-Stöcke angesteckt hattest. Ah, dieses Ding da, ja, ich Diesen weiß auch nicht kleinen, mehr. habe ich nie besessen. Immer irgendeiner, wie heute mit den Catcher-Card, irgendeiner im Freundeskreis hat immer so eine Switch dabei gehabt, wo du die ganzen PCs immer anstecken konntest. Und wenn der Ja. keine Zeit hatte, dann war vorbei. Ja, Dann nee, die aber alte es war bei mir auf jeden Wickeln. Genau. Fall. Ich weiß nicht mehr, wie die, ich glaube, die hießen Switch, hießen die damals. Das waren diese Okay. Dinger, wo du überall die LAN-Kabel angesteckt hast. Ja. Ich habe gerade an die Switch gedacht. Ich habe gedacht, was Ja, meinst du mit Switch? nee. Und sagt sie, okay. Nee, die Nee, stimmt, Verteiler. das war dieser Verteilte da, ja. Genau. Nee, aber bei mir war es auf jeden Fall, also vielleicht habe ich irgendwie mal unbewusst mal irgendwo Online-Game gespielt, aber Aber das erste große so gesehen. das erste große und Ja. richtige auf jeden Fall World of Warcraft und die haben auch am Anfang
schon sehr viel richtig gemacht und auch wegen dem Thema Revolutionieren auch schon ganz viel reingebracht, was heute normal ist und teilweise schlechter ist als damals. Wenn du bedenkst, allein diesen Schimpfwortfilter, den die 2004 reingebracht hatten. Ja, ich meine, das sind Sachen, heute haben wir so viel toxisches Verhalten im Gaming. Ja, das hat WoW damals schon sehr früh versucht zu unterbinden. Das schaffen Spiele teilweise heute noch nicht. Ja, also du hast da mal ganz schnell einen Bann im Spiel oder. Also das muss man trotz viel Kritik, was Blizzard irgendwie entgegenbekommt, muss man schon sagen, was halt irgendwie Online-Umgang betraf und auch die Möglichkeiten, die du mit anderen Spielern hast, war eigentlich schon WoW schon sehr früh daran dran, irgendwie zu gucken, dass man mit Freunden spielen kann, ja, oder mit Fremden halt generell, ja. Wie sieht's bei dir aus, Michi? Jetzt bin ich jetzt. Also ich hatte jetzt Warcraft 3, genau, jetzt sind wir wieder bei Warcraft, das ist ja nur so ein Blizzard-Talk. Aber weil durch Warcraft 3 bin ich, ich weiß nicht, ob der Julian auf jeden Fall, der Benny glaube ich auch, da gab es, konntest du da quasi online spielen und die hatten so eine, genau, ins Battle.net gehen und Warcraft 3, das Spiel hat so einen eigenen World-Editor gehabt oder so einen Map-Editor. Du konntest quasi eigene Maps erstellen. Und das hat dann, glaube ich, auch viele Leute angeregt, zu modden. Also nicht nur eine eigene Map zu kreieren, sondern wirklich einen komplett eigenen Spielmodi, Charaktere rein zu importen, neue Fähigkeiten zu programmieren. Das war richtig krass, Schon, ja. das damals einfach, wie das damals einfach war. Und dadurch bin ich auf Dota gekommen und von Dota auf League of Legends. Und eigentlich war das meine Brücke, weil ich halt über 10 Jahre League of Legends gespielt habe. Und ich glaube, das ist so das allererste Competitive MOBA gewesen. Ich weiß nicht genau, inwiefern jetzt das Original Dota, Ja, das war auch sehr ob es da groß. schon Turniere gab oder offizielle richtig große Turniere. Ich glaube, Aber ich würde sagen, also das, also von dem Mod her ich glaube ich glaube noch nicht. nicht. Dota Ich 2 glaube kam fast ja auch erst nicht. nach LoL. Ja. Stimmt, ja. Und ich glaube nicht, aber es war auch, sag ich mal, in diesem Battle.net, in diesem, wo du diese Online, die Mods Ja. spielen konntest, war Dota auf jeden Fall, da gab es haufenweise Lobbys. Also es war eins Ja, mit den Dota war, glaube meisten, ich, das Game ja, und dann halt die Tower-Defense-Spiele. genau, und Tower Defense. Ja. Aber Dota war so gesehen, glaube ich, am meisten beteiligt an diesen Mods. Ja, aber eigentlich geht es mir eher darum, um die Freiheit, den Spielern selber was erstellen zu lassen. Ich glaube, viele Spiele, ich weiß nicht, ob Warcraft 3, ich glaube nicht, dass Warcraft das erste Spiel war, das das implementiert hat, aber ich glaube, viele Spiele danach haben es danach auch gemacht. Also Es geht auch gar nicht darum, ob es jetzt das erste ist, sondern halt das, was jetzt so gesehen, das ja der Auslöser war, wo dann viele das ja auch gemacht haben. Also Also das ist erstmal, als ich in Kontakt gekommen bin wo die Community irgendwie mit involviert wurde, so krass, du kannst. Also ich weiß noch, ich habe damals auch eine eigene Map. Ich weiß, ob du dich noch erinnerst. Ich hatte so eine eigene Map, gemacht, oder? hab ich kreiert. Und war man so, muss man so auf so Inseln reisen mit einem Schiff und halt einfach Mobs klatschen. War relativ scheiße. Aber es hat Ah, voll ich hab's Spaß gemacht. gespielt mit dir. Es war, es hat halt mega viel Spaß gemacht. Das hast du einfach erstellt. Und dann zu sehen, also wie weit das noch gehen kann. Bis hin zu wirklich, also ein komplett eigenes Spiel, sei es jetzt Tower Defense, sei es jetzt ein Dota. Es gab ja auch so abklärt Naruto-Modi, da hattest du wirklich die Naruto-Modelle, die Figuren, die Charaktere aus Naruto, hattest du dann im Spiel, die sahen halt auch voll gut aus, hatten die ganzen Attacken aus Naruto. Das war halt einfach voll geil gemacht. Ich habe das davor noch nie so gesehen gehabt und ich habe, glaube ich, stundenlang Warcraft 3 gespielt, aber nicht das, wie man es spielen sollte, sondern einfach irgendwelche Mods von irgendwelchen Usern. Das war auf jeden Fall, ja. Ja, Aber aber das auch das Originalspiel war ja war genau sehr auch geil. beliebt. Das war auch cool, ja. Aber ich meinte ja so generell Ja, dieses Feature. nice. Dann, eigentlich von allen von euch, alle von Blizzard, jedenfalls Alles schon, angefangen ja. so. Aber das war ja auch das Erste, ja. Ja, und So da kommt große. auch gleich so die, weil ich habe mir ja eine Frage dazu ausgedacht. Es war lustig, dass ihr, weil der Michi das war, gesagt hat, okay, jetzt wird es hier ein Blizzard-Thema. Aber eine Frage ist ja von mir auch, dass viele der revolutionären Spiele ja von Blizzard
gekommen sind, also jedenfalls der Anfang, jedenfalls in unsere Zeiten, also vor 15 Jahren oder so, 15, 20 Jahren, hat es ja sehr viele Blizzard-Spiele gegeben, die wir uns erinnern können, also jedenfalls große. Und wenn man sich zum Beispiel vorstellt, WoW haben wir, Warcraft 3, Hearthstone ist ja auch wahrscheinlich das größte Trading Card Game oder das bekannteste, vielleicht auch, weil es von Blizzard ist und durch das Franchise, was Blizzard aufgebaut hat mit den von WoW und die ganzen Charaktere, vielleicht von der Lore her. Aber Overwatch auch teils ein sehr bekanntes, jedenfalls in der Zeit, wo es rausgekommen ist, auch ein sehr beliebtes Ego-Shooter. Und also Blizzard hat ja vieles ja in vielen Genres ja schon einen Stempel hinterlassen. So. Und was denkt ihr, woran es lag, dass Blizzard so den anderen Publishern und Entwicklern voraus war? Was hat Blizzard anders gemacht oder was hat Blizzard besser gemacht in anderen Richtungen oder wie konnte es, dass Blizzard so viel in so vielen Bereichen so weit voraus war in anderen gegenüber anderen Publisher oder Entwicklern war? Ja gut, ich schätze mal, ich weiß es nicht, weil ich meine, die haben ja auch ein Buch und ich glaube, es gibt auch ziemlich, also allein wenn du in die Welt eintauchen kannst, buchmäßig und dann kommt halt ein Online-Game raus, wo du denkst, okay, das probierst du und das wird cool und ich glaube, allein das, also wenn man sich ja Classic anschaut, ich meine, das ist ja, die haben ja nicht ohne Grund Classic ja wieder zurückgeholt, dass die Leute einfach Classic spielen mit der gleichen Grafik wie vor 20 Jahren oder ich weiß nicht, wenn das da rauskommt, auch 20 Jahren sowas. Mit derselben 16, Grafik, aber das 16, war einfach, 16, ja. oder 16, ja. Aber das war einfach cool. Das war, wo ich sage, du hattest halt dein Avatar, wo ich sage, konntest halt aussuchen zwischen Allianz und Horde. Dann hast du halt dein Avatar, dann konntest du den so kostümieren, wie du willst. Und du warst in einer großen Map. Also ich weiß nicht, wie ich angefangen habe. Das war, also da später ist es irgendwann okay, Loot, Farmen etc. Aber am Anfang ist es so, du tauchst in so eine Welt ein, die halt Fantasy-mäßig ist, die cool ist, wo ich sage, du kannst so aus deiner Umgebung vielleicht flüchten, weil ich meine, ist vielleicht blöd zu Hause oder irgendwie, wo ich sage, dann tauchst du in die Welt ein, wo ich sage, okay, cool, da gibt's, weiß ich, kommst du allein in Oak River rein, dann wirst, da kommt erstmal das große Tor, dann gehst du da durch, dann kommt diese Musik mit den Trommeln und so, was ich meine, und dann gehst du da durch, dann denkst du, okay, was gibt's denn hier alles? So viele Sachen, die du erkunden kannst und dann gehst du raus in die Welt, ja, dann weiß ich auch noch, das beste Schlingdorntal ist so ein cooler Dschungel gemacht und dann auch so diese kleinen Sachen immer mit der Arena von Gurubashi, was ist das? Und auch so dieses Vielfältige, wo ich sage, du gehst nicht einfach durch und sagst dir, okay, ich kann alles kaputt klatschen, ich mache mal das und so, sondern das sind irgendwie wieder Sachen, wo du denkst, okay, was ist das? Vielleicht brauche ich das später. Wie, also Gurubashi Arena oder dann, glaube ich, sind auch manchmal Elite-Gegner oder so, die halt da rumgehen, wo du denkst, okay, die kann ich ja gar nicht killen. Und ich finde auch ganz cool, wo ich sage, dass du da so ein PvP-System hattest, wo ich sage, das war nicht nur ein rein, okay, PvE-mäßiges gegen irgendwelche Mobs grinden, sondern wo ich sage, du kannst auch Spieler gegen Spieler dich battlen. Und allein das mit Leveln und dass du halt dein Equip anpassen konntest, ich glaube, das war schon, also ich glaube, das hat er ziemlich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele früher auch MMO-mäßig gab, aber allein die Welt zum Beispiel hat mir halt zugesagt in WoW, also alles, Also wie alles hauptsächlich bei aufgebaut dir, ist. wenn du jetzt bei WoW, Ja, was halt an sich also Blizzard die für dich ist, Umgebung, die so Welt, so ganz die cool, Lore, die so das Catch Geschichte. am Anfang. Ja. Ja, nicht mal, also nicht nur Geschichte, also muss ich sagen, ich habe früher die Geschichte ehrlich gesagt gar nicht so richtig durchgelesen oder angehört, sondern mich hat die Welt einfach fasziniert. Einfach, ja. Einfach die Welt, du gehst raus und dann bist du einmal in der Wüste, mal bist du so einem Verwesungsland, mal bist du im Dschungel. Also einfach diese gute Mischmasch aus Sachen, Die ich finde, das, Vielfältigkeit ja anscheinend. genau, das hat mich halt gecatcht. Also, Oh. achso. Achso, nee. Nee. Also ich glaube, warum sie so erfolgreich sind oder überall so einen Stempel hinterlassen haben, liegt halt viel daran, weil die erstmal zur richtigen Zeit angefangen haben, glaube ich. Also mit so die ersten waren. Und ich glaube, was sie ja heute nicht mehr sind, damals ich kann sie jetzt nicht wiedergeben, aber das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Da auf dem Plaza da von Blizzard, da steht ja eine riesen Ork-Statue, wo im Kreis drumherum deren Werte der Firma stehen.
ja, für was Blizzard steht. Weiß ich nicht, ob ihr das schon mal gehört habt oder Nee. gelesen habt. Ist auf Nee. jeden Fall ganz interessant. Auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn Mitarbeiter irgendwie eine gewisse Jahre Anzahl bei Blizzard arbeiten, haben die dann irgendwie ein Allianzschwert bekommen, in Anführungsstrichen, oder einen Helm oder so, weißt du das? Also die haben sich sehr viel Mühe gegeben und waren halt nicht so ein Abzockerunternehmen, nenne ich es jetzt mal, wie vielleicht andere, wie jetzt EA, die einfach nur um Geld scheffeln und irgendwie irgendwelche das 100. FIFA rausbringen, das 100. Madden rausbringen oder NFL oder so ein Schmarrn, Hauptsache, um die an die Kasse zu bitten, Glücksspiel betreiben mit FIFA und so ein Zeug. Ja, ich meine, Blizzard ist auch nicht besser geworden mit Overwatch, da denkst du mit dem Lootbox-System. Aber gerade am Anfang, glaube ich, haben die auch als Unternehmen in der Gaming-Welt das so ein bisschen revolutioniert, dadurch einfach, dass die mit möglichst wenig, was du hast, investieren müssen, viel bekommen hast, weil ich meine, für 15 oder 12 Euro, ich weiß gar nicht mehr, was man Ja. bezahlt hat für WoW Ich glaube, damals. Anfang 15 waren das. Ja, 12, 12 bis 15. hast du eine Riesenwelt bekommen, wo zu der Zeit kein Spieler angekommen ist. Also du hast dann 70, 60 Euro bezahlt, ja, und das hast du dann irgendwie in 10 Stunden durchgerotzt, das Spiel. Und WoW, da bist du ja selber, da hast du pro Add-on hast du gespielt 2 Jahre, ja, und hast immer was zu tun gehabt, ja. Und also ich glaube, viel lag es halt einfach daran, dass die sehr bedacht waren, auf die Community zu hören und auch Community glücklich zu machen, ja, und halt ihre Werte auch als Firma hatten. Aber seitdem halt Activision da ist, weiß man ja selber, wie viel große Manager dort oder die halt auch das Unternehmen aufgebaut haben, das Unternehmen verlassen haben und seitdem läuft es auch nicht mehr so rund, ja. Und ja, also Also das glaube ich halt, ja. ähnlicher Fall wie mit Squaresoft und Square Enix, wo man auch, wo es Genau, ja größer ja. geworden ist und man sagt ja so gesehen, dass Squaresoft so gesehen die Prime-Zeit war für die Final Fantasy-Spiele vor allem, dass da noch Ich sehe es die, so zum Beispiel, ja ja. genau, und dass man dann sagt, okay, Square Enix, da war das letzte vielleicht noch 10 und kann man noch drüber reden, aber ab einem gewissen 10 oder Punkt, mehr. ja, Ja. ich meine so, das ist noch so im Schwanken, das war Ah, noch so. Aber da, sag ich mal, 12 war es dann schon, sag ich mal, ziemlich gespalten, die Community. Und eine gewisse Qualität hat sich ja dann auch geändert. Und ähnlich ja anscheinend ja bei Blizzard ja auch da mit Activision und so. Hast du da noch was zu sagen, Michi, zu den. Nee, ich glaube, das ist eigentlich gut zusammengefasst. Also, sie haben einfach vieles richtig gemacht. Also, sie waren wirklich, wie der Chris schon meint, zur richtigen Zeit da. Und also, was mich als Kind mega geflasht hat, war halt, wie der Benny schon mal die Welt, das, der Look von WoW. Das ist, glaube ich, nicht ohne Grund, dass viele andere MMOs einfach versucht haben, das zu kopieren. Weil die es einfach so, aber es haben es halt nicht geschafft. Und es geht nicht nur, und auch die Musik. Also, wenn ich jetzt die Stormwind-Musik höre, Ja. dann wüsste ich, das ist die Stormwind-Musik. Oder wenn ich die Düsterwald-Musik höre, dann wüsste ich, dass die, also die haben auch abseits vom Spielerischen alles richtig gut gemacht, so was die Welt angeht, die Musik angeht. Es war im Endeffekt ein relativ klassisches Fantasy-Universum mit Orks, mit Trollen und sonstiges, aber halt einfach einfach schick. Also die hat, das ist einfach schön, das ist einfach Also nice. unique Und gehalten. ja, So genau, gesehen, das, dass man kann sich das wiedererkennen, ja. was es war im Vergleich zu Ja. vielen, ich nenne es mal 0815 Free-to-Play-MMOs, wo sie einfach auch nur irgendwelche Ogas oder irgendwas reingehauen haben, aber die keinerlei Substanz in sich haben und man sie schnell vergessen kann. Ich würde sagen, von uns allen, ich meine, jeder hat ja von uns WoW gespielt, weiß aber immer noch Gesichter, Namen von Charakteren, die auch in der Zeit, wo die vielleicht die Technik ja nicht so krass war, das Design der Charaktere, aber immer noch man erkennt, so man weiß, wer welcher Charakter ist und in vielen anderen MMOs oder Free-to-Play-Spiele fehlt es, glaube ich, fehlt einfach diese Substanz, dass man die Ja. Charaktere wiedererkennen kann und das hat anscheinend Blizzard sehr gut hingekriegt und war im richtigen Moment da, am richtigen Ort und konnte dann für sich Alleine das. so eine Sache möchte ich kurz sagen, weil ich ja, wie gesagt, jetzt vor ein paar Tagen mal wieder reingeschaut habe, was mich ja total überrascht hat, als ich angefangen habe oder wir angefangen haben. Weiß ich noch, wenn du in Sturmwind reingegangen bist, lag halt Anduin ja noch in seinem Babybett, ja, und war dann noch ein kleines Kind. Ja. Und jetzt spiele ich und jetzt regiert er über Sturmwind und führt halt die Allianz an. Also, ich meine,
das Spiel ist mit uns gewachsen, auch die Charaktere. Also die Charaktere sind dann irgendwie verstorben oder sind älter geworden. Es ist nicht irgendwie, dass man in einem Universum bleibt und alles bleibt stehen. Ich meine, das entwickelt sich weiter und für mich ist es schon mal cool, wenn man alle 2 Jahre mal reinguckt und man sieht da, was da so passiert. Ja. Und gerade er ist so ein Punkt, weil ich halt immer Allianz-Spieler war, ist halt dann echt cool, wenn man sieht, dass der da auf einmal im Thron sitzt und vor 15 oder beziehungsweise 16 Jahren, weiß ich noch, da war damals diese kleine Babyschale und da lag der dann noch im Bett. Ja. Stimmt, ja. Hat er sich verdient. Ja. Aber der hat einfach kurz dazu gemacht. Also man konnte WoW, auch jeder hat irgendwie, du konntest auf so vielen Ebenen spielen, du konntest einfach nur die Quests machen, die Story, du kannst dann dieses, keine Ahnung, du konntest einfach nur Berufe farmen. Es gab ja Leute, die einfach Geld gefahren haben, Beruf und verkauft haben mit den Aktionen. Das war so ein Wirtschaftssimulator im Endeffekt dann schon fast. Mhm. Das hat aber auch Spaß gemacht. Viele Faktoren drin. Ja, das war wie eBay Kleinanzeigen oder eBay, wo du dann einfach Sachen gefarmt hast oder verkauft hast und dir dann irgendwie so eine Art, auch sich selbstständig gemacht in WoW. Dann halt das komplette PvP-System war einfach richtig geil. Es war dann auch richtig tiefgründig, so bestimmte Matchups in Arena und sonstiges, aber das PvE-System war genauso fordernd und genauso geil. Also in der Hinsicht ist competitive, haben die richtig viel geboten, aber auch so casual, aber auch dann competitive PvE. Also das war gefühlt für jeden was dabei. Das stimmt, ja. Und das war auch ganz cool, weil es auch so das, Entschuldigung, so dieses Belohnungszentrum, also vor allem wenn du auch Berufe skillst, wo ich sage, bei jedem Beruf konntest du halt eine gewisse Sache erlernen. Mhm. Wenn es aber zum Beispiel Schmied war und du sagst, okay, ich habe einen Krieger gespielt und dann mache ich natürlich Bergbau und Schmied. Ja, wo ich sage, und dann als Schmied kann ich als Schmiedmeister, ob es jetzt Schwert, Axt oder war auch nochmal, kannst du dich entscheiden, musst du sagen, okay, was will ich denn lieber? Und dann sagst du, okay, und dann kannst du dir so ein cooles Schwert craften, aber du brauchst auch die Mats. Das hat dich wieder angetrieben, die gewissen Sachen halt zu machen, damit du auch die Waffe kriegst. Ja. Und ich finde auch, das hat auch viel. Und auch, muss ich sagen, diese verschiedenen Skillbäume, da wo man sich oft beschäftigt hat, okay, was skill ich denn besser? Oh, 2% mehr Damage, oh, das nehme ich. Oder die Fähigkeit erlernen, war voll cool. Oder vor allem, wenn du halt von klein auf hoch levelst, dann schaust du halt immer deinen Skillbaum an, denkst, cool, mit dem Level kriege ich diese Fähigkeit. Und dann freust du dich schon, wenn du dieses Level erreicht hast, um diese Fähigkeit zu erlangen. Also ich muss sagen, die haben halt bei so vielen Sachen halt alles richtig gemacht. Also so gesehen hat WoW ziemlich viel bieten können für die Spieler. Also sie konnten in vielen Bereichen was machen, also als nur okay, Level oder Grinde. Also man konnte anscheinend viel machen. Ja, gehen wir mal ein bisschen abseits von Blizzard und ein allgemeineres Thema. Ist ja nicht nur Blizzard oder nur Blizzard, der viel revolutioniert. Aber was jetzt nur allgemein betrachtet, was braucht ein Spiel oder ein Spielkonzept, um es an sich, dass es zum Trend wird oder dass es revolutionär sein kann. Aber was sind diese Hauptdinge, die in den Spielen oder Spielkonzepte passieren, die notwendig sind, damit es überhaupt so ein Ausmaß wird? Ich glaube, heute nicht mehr viel, außer eine gute Idee. Bestes Beispiel Among Us oder Phasmophobia oder Fall Guys. Das Problem ist, es ist halt heute alles, es hält nichts mehr. Ja. Ich meine, fällt schon schnell ab. Wie viele sind schon genervt von Among Us? Weil ich glaube, das liegt halt einfach auch daran, weil du wirst halt bombardiert. Du machst YouTube auf, Among Us überall, du machst Instagram auf, dann gibt es halt irgendwelche Memes davon. Und also ich glaube, heute brauchst du nicht mehr viel, außer eine gute Idee. Ja, aber es hält sich meistens nicht. Ich glaube, die einzigen, wie Michi oder ich weiß nicht, Julian am Anfang gesagt hat, WoW hält sich noch einen gewissen Grad, Fortnite hält sich einen gewissen Grad als Spiel, LOL hält sich einen gewissen Grad, ja. Aber der Rest, das hält sich ein Jahr und dann ist vorbei. Ja, klar, gibt es auch so Anreibungen mit Tesos und Teso und Final Fantasy, klar. Aber ich meine, so als große oder als erste sind nicht viele. Ja, ich glaube, es braucht halt nicht mehr viel. Dann kann ich gleich noch die andere Frage noch reintun, weil du gerade das hinzugefügt hast, nämlich. Heutzutage ist es einfacher für Spiele ein Trend zu werden oder war es früher einfacher oder schwerer, beziehungsweise weil Chris ja schon meint, okay, heutzutage braucht man an sich nur eine Idee und für einen kurzen Moment ist es auf jeden Fall dann schon im Trend und dann ist man eigentlich schon ausgesorgt und dann wird man vielleicht gekauft oder so oder von den Großen dann genommen, aber ist es heutzutage dann, wie ist denn der Vergleich zu heute und früher, ist es schon enorm ein Unterschied dazwischen?
Also ich. Boah. Und Michi, sagst du? Sorry. Ich glaube, jetzt mittlerweile weiß man mehr. Das heißt, ich glaube, es ist vielleicht einfacher, einen Trend zu starten. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist schwerer, den aufrechtzuerhalten. Die Playerbase an der Stange zu halten, immer Neues, was Neues bieten. Ja. Ich bin mir nicht ganz. Das ist tatsächlich schwierig. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, so, wenn es so einfach wäre, dann könnte ich es ja auch machen. Ich denke immer so, okay, viel ist jetzt auf, also ich glaube, vieles, was einen Trend setzt, musst du auf Streamer schauen. Was zocken Streamer? Und Streamer sind quasi eigentlich die Werbeplattform und dann spielen die normalen Leute das auch. Oder halt die, ja nicht die normalen Leute, aber halt die Nicht-Streamer. Leute und, wie du. Ja, und Streamer sind alle connected. Das heißt, du brauchst eigentlich immer ein Multiplayer-Game, wo viele mitspielen können. Ich glaube, das ist so die Grundformel aktuell für irgendwelche Trends, für irgendwelche Spielmechaniken oder Spiele, die jetzt durch die Decke gehen. Siehst jetzt Among Us, siehst Fall Guys, siehst Fortnite, das sind alles League of Legends sind alles Multiplayer-Games. Ich glaube, Spiele, die damals revolutionär waren, waren vielleicht eher so Singleplayer-Spiele. Mittlerweile ist es alles online. Es gibt wenig Singleplayer-Spiele, die sagen, boah, das ist richtig krass. Vielleicht jetzt GTA oder aber selbst das hat einen Online-Modus. Oder Last of Us. Aber das meiste ist, glaube ich, sehr abhängig von Streamern. Ja. Ja. Also ich finde auch, wo ich sage, also ich denke jetzt, also eine Idee rauszuhauen, beziehungsweise du hast ja jetzt ziemlich viele Vorlagen durch das, was ja alles schon gibt, kannst du eigentlich ziemlich leicht Sachen kopieren aus dem Spiel und dann ein eigenes Spiel machen. Ich glaube mal, so eine eigene Nische zu machen, das ist eher schwierig und ob das ankommt, so wie gesagt, Werwolf, Among Us ist ja wie Werwolf halt, nur virtuell. Ja. Ich meine, aber da haben sich ja auch wahrscheinlich Werwolf so als Beispiel genommen und denken, okay, das, man kann man auch B2L machen mit ein paar Aufgaben etc. Und oder wie Phasmophobia ist ja auch, keine Ahnung, ich denke mal, also ich habe bis jetzt noch nie so ein Multiplayer-Gruselspiel jetzt irgendwie gesehen. Es gibt ein paar Pacifier und so. Ja, aber im Prinzip sind es ja auch, ich sag mal, eher so Nischen-Games, Indie-Games. Ja. Also Pacify, glaube ich, kennt jetzt auch nicht. Also da auch muss man sich schon mit Horror Interesse haben, um es zu kennen. Ich glaube, Chris weiß nicht, ob das dir was sagt. Nee, Deswegen will ich da jetzt auch nicht so, aber ich denke einfach, wo ich sage, es ist einfacher jetzt, was genau, wie du mir schon sagst, was zu starten, aber dieses Aufrechterhalten, das ist das Schwierige, weil eben die Leute halt ziemlich. Ja, die wollen immer schnell wieder was Neues, Verbesserungen. Es wird denen ziemlich schnell langweilig, würde ich sagen, okay, jetzt passiert da schon länger nichts, jetzt switche ich auf ein anderes Game, weil einfach die Vielfalt so groß ist. Früher hattest du halt nicht so eine krasse Vielfalt. Ich meine, da hast du ein paar Offline-Spiele, weil das halt cool war. Aber wenn du Online-Spiele geschaut hast, waren nicht viele. Hast du vielleicht Counter-Strike gehabt? Online, wenn du sagst, okay, du shooterst. Oder halt MMO, WoW. Aber da gab es nicht viel. Da gab es vielleicht, weiß ich, 3-4 Sachen. Und fertig. Und jetzt hast du halt so eine große Auswahl. Also wenn du sagst, mir taugt das Spiel nicht, dann spiele ich irgendwas anderes, was dem sehr ähnlich ist. Und im Battle Royale, da gibt es ja Sand am Meer, Battle Royale in jeglicher Art, ob du jetzt im Mittelalter spielst, ob du jetzt irgendwie ein Caster-Ding bist, ob du jetzt ganz normal das gute alte PUBG oder Apex oder Fortnite, weiß ich mein, wie gesagt, okay, da kommt nichts mehr nach, dann spiele ich ein anderes Battle Royale. Also was zu starten nicht so schwierig, also nicht so schwer, denke ich mal, aber das zu halten, also die Leute zu halten und sagen, hey, ich spiele mein Spiel, weil das ist gut, oder? Und immer wieder neue Content raushauen, ist, glaube ich, auch anstrengend. Also so gesehen ist für die Entwickler die größte Feind, so gesehen, die Zeit, die sie dagegen kämpfen müssen, nämlich schnell neuen Content reinzubringen, weil wenn sie zu langsam sind, dann verlieren sie viele Spieler, die einfach sagen, okay, ich gehe da zum nächstbesten Spiel. Ich sage mal, im traurigen Fall ist es ja mit PUBG ja passiert. PUBG war ja so gesehen das, was der Auslöser ist von Battle Royale. Also jedenfalls von mir, also ich habe das auch nur so gesehen, dass, durch PUBG das Battle Royale wirklich groß geworden ist. Aber ich meine, davor gab es ja auch DC. Es gab ja dieses Last Man Standing, okay, man muss so lange überleben, wie es nur geht. Und da hat man eher mehr gegen PvE, aber PUBG war ja das Konzept,
was PUBG ist ja so gesehen, das, was ja Apex und so ja auch hat, Fortnite. Ja. Aber PUBG konnte danach nicht mehr hinterherkommen. Und da ja dann jeder angefangen hat, ein Battle Royale zu machen, haben sich ja wahrscheinlich, wie bei uns ja auch alle passiert ist, keiner spielt mehr PUBG von uns. Und ich weiß nicht, ob Chris, du PUBG immer gespielt hast. Nee. Aber wir dachten ja auch, okay, es verändert sich nicht, es wird nicht besser oder es kommt nicht mehr. Und dann kamen halt schon die neuen. Dann kam auf einen Schlag Fortnite und Fortnite war dann riesengroß. Und dann Apex und so weiter, Warzone, Call of Duty. Das heißt, man hat schnell einen Ersatz für das. Und das heißt, es ist, glaube ich, sehe ich auch so ein bisschen, dass man schnell einfach ein neues Spiel einfach wechseln kann. Und da so das große Problem ist, dass man einfach nicht, dass man einfach schnell genug sein muss, auch hinterherzukommen, um einfach Content rauszuhauen. Und da scheitert es, glaube ich, bei vielen. Ja. Ja, PUBG hat aber unendlich viel Zeit, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, Ja, der hat echt lange Zeit. es gab ewig keine Konkurrenz. Also ich weiß Ja. nicht, Ich jetzt, ich glaube, habe das jetzt gar Geld wahrscheinlich, oder? Das war doch ein kleines Unternehmen, oder? Ich meine, mit Fortnite und Apex sind halt zwei Riesenunternehmen reingestiegen und die kamen halt gleich ultra viel Ja, aber die geboten, kamen relativ oder? spät. Also ich glaube, also PUBG haben wir Aber locker damals. ein Jahr hat es Zeit gehabt, Ja, Chris. also Also. die waren relativ, und die haben irgendwie gefühlt nichts gemacht. Die haben schon ein paar neue Maps rausgehauen, ein paar neue Waffen und so. Aber es gab jetzt, ich weiß noch, damals so konnte man nicht über so Wände springen oder so. Also So kleine Hürden. kleinere, ja, so Zäune oder sonstiges oder durch Fenster springen, das ging einfach nicht. Und es hat ewig gedauert, bis sie das reingepatcht haben. Oder solche Events herausgehauen haben, beziehungsweise auch Ranked-System, wo ich sage, weil das ist Oder ja ein auch Ranked-System, ja, ein sowas, großer Faktor, was die Leute bei der Stange halten, wo ich sage, ich will, das ist ja wie so eine Marke, wie ich sage, also wie so ein BMW fahren etc., wo ich sage, hey, ich will bei dem Game Diamond oder Master oder wie auch immer, wo ich sage, oh ja, der ist krass. Und das haben sie ewig, das heißt, das konntest du nur so casual-mäßig spielen, so ein bisschen mit ein paar Freunden, aber jetzt nicht so competitive. Also die haben lange braucht, bis sie da ein Ranked-System raus hat. Also, Haben die jetzt ein Ranked-System? ja, die haben auch, ja. Echt jetzt? Aber Okay. nachdem Ja. Fortnite und Apex Ja. gestartet sind, haben die erst, du denkst, das hättest du ja viel früher machen müssen, Ja, die waren halt weil nicht wer zwar. denn mehr die Leute am Ball, weil ich vielleicht meine, dann hätten sie gesagt, okay, ich bleib da, weil ich will meinen Titel als Meister oder wie auch immer behalten. Und ja, aber das hat er ewig nicht rausgebracht, sondern nur so casual-mäßig. Und irgendwann, weiß ich, wird es ja auch langweilig, wenn du halt einfach mit Leuten spielst, die halt nicht so krass sind und du die einfach niedermäßig, naja, ab und zu ist es schon lustig oder denkst, okay, gut, fühlst du dich gut, aber du wirst ja auch mit Leuten oder gegen Leute spielen, die sagen, okay, die sind deine Ebenbürtige, wo ich sage, hey, das ist so eine Herausforderung. Und wenn du das halt schaffst, dann denkst du, ja, geil, ich bin halt jetzt mega krass. Was ich meine, aber das gab es halt nicht. Du wurdest halt mit irgendwelchen Leuten zusammengematcht, ob die jetzt gut oder schlecht sind, das war halt Zufall. Da gab es halt kein System. Ja. Ja, die Chance ist nicht genutzt, so gesehen. Ja, ja, ja. Genug Zeit gehabt. Ja. Schau mal, wann es rauskam. 2017. Anscheinend. Cheers. PUBG kam zu. Nee, erst Na, war, schon nee, länger. 2016. 30. Juli Würde sagen, weil 2016. Fortnite kam 2017, glaube ich, raus. Ich bin mir ganz sicher, dass PUBG auf jeden Fall 2017 locker Fortnite. Ein Jahr hatten die fast ein Zeit, ja. Jahr auf jeden Fall Zeit hatten, so Sachen einfach reinzubringen, wie implementieren, wie einfach ein Matchmaking-System oder Ja, gewisse was Kleines. Performance-Sachen. Ich hatte zum Beispiel ein großes Problem, dass ich es gar nicht spielen konnte, weil es ein Das war auch Performance-Problem noch, hatte. ja, stimmt. Viele brauchten einfach genug Arbeitsspeicher oder einen schnellen PC mit einer SSD-Festplatte oder so, um überhaupt schnell genug in die Lobby zu kommen, um das Spiel zu starten. Und das hat auch ewig gedauert. Und bei mir war es eher, ich hatte dann einen PC und dann hat sich das Problem erst gelöst. Und dann ich so, okay, die haben Ja, ewigst lang gebraucht und solche stimmt, ja. Performance-Probleme mussten sofort, die müssen sofort in den ersten Wochen rausgehauen werden, damit überhaupt die Spiele überhaupt konsistent weiterspielen können, die sie haben. Und ja, ich sage mal so, ich glaube, PUBG hat es ein bisschen die Chance einfach nicht genutzt, die sie hatten. Ich glaube, die hätten riesengroß werden können. Ja, Aber und nach Fortnite kam ja an sich auch nichts. Also, ich habe gerade geguckt, Apex kommt 2019. Und Modern Warfare kam noch später, das sind ja so die großen Titel. Und als Fortnite rauskam, habe ich immer noch PUBG gespielt, weil Fortnite war halt nicht so für mich vom Look.
Das heißt, hatten die ja eigentlich bis Apex und Modern Warfare rauskam, hatten die irgendwie 3 Jahre Zeit. Also hat sich irgendwie nichts geändert. Aber ich weiß auch nicht, was da hinter den Kulissen abging. Naja. Ja, gut. Haben wir ja schon nicht die Chance genutzt. Ja. Also so einfache Sachen, wie Jürgen gesagt hat, einfach Performance-Probleme. Es sind nicht keine einfachen Sachen, aber wichtige Sachen, die, sag ich mal, in jedem Unternehmen oder jedem Entwicklerteam die höchste Priorität hat, dass Performance auf jeden Fall stabilisiert wird und dass es überhaupt funktioniert, das Spiel für diversen Leute mit gewissen PCs, mit gewisser Leistung. Und das war auf jeden Fall nicht der Fall. Also leider schade, aber ich weiß nicht, Chris, hast du da noch irgendwie was dazu sagen oder sonst würde ich nee, alles gesagt worden. Alles gesagt worden. Ich würde mal so mal zum ein großes Thema gehen, nämlich das war mir sehr, sehr wichtig. Ich habe mit euch, glaube ich, ab und zu schon mal, vor allem mit Chris, öfters darüber geredet, über das Thema. Und da geht es mehr über Konzepte anstatt Spiele, wo einfach Spiele dann das immer drin haben. Oder nicht Spiele, sondern einfach das Management drin ist. Nämlich Sachen wie Lootboxen, wurde vorher auch schon angesprochen bei Overwatch, DLC oder Season Pass. So welche Sachen sind ja heutzutage sehr geläufig. Eigentlich ist das überall vorhanden. Also DLC siehst du fast überall, okay. Hier hast du ein DLC, 5 Euro bis, weiß ich nicht, 30 Euro. Lootboxen gibt es ja bei fast allen Spielen, auch die jetzt was kosten. Also kostenpflichtige Spiele haben ja auch schon Lootboxen drin, um Belohnung zu bekommen. Und Season Pass ist ja so gesehen einfach nur ein Bundle, wo du alle Updates bekommst, die zukünftig kommen. Und das so gesehen hast du ja dann jedes DLC, wenn es rauskommt, dann doch dazu eine Spaß dir, keine Ahnung. 10 Euro oder so, weiß nicht wie das dann, 10, 20 Euro im Schnitt. Und da ist für mich die erste Frage, nämlich sind Lootboxen ein gutes Belohnungssystem in Spielen? Oder findet ihr, das passt nicht rein? Denkt ihr, da würden Änderungen vonnöten sein? Oder würde ich denn ein ganz anderes Belohnungssystem machen für Spieler, die ein Spiel lange spielen, um so gesehen auch immer weiter Content zu bekommen, um sie auch anzutreiben, okay, wenn du so viele Stunden spielst oder so viele Games spielst, um sie auch zu belohnen, ist das diese Lootboxen für euch reizend oder sagt ihr, weiß nicht, damit bin ich nicht so klar gekommen? Oder habt ihr überhaupt jemals mit irgendwelchen Lootboxen zu tun gehabt? Also ich bin davon überhaupt kein Freund, weil gerade Gaming macht es ja mal interessant, man will was haben oder was erreichen und da sind wir wieder beim Thema, tut mir leid, aber ist halt so, beispielsweise wie der WoW, ich weiß, dieser Endboss in der Instanz gibt diese Waffe und die brauche ich, also muss ich den besiegen und mache genau diese Instanz, ja, um diese Waffe zu bekommen. Bei Destiny damals, bei dem ist ja auch so ein MMO-Shooter gewesen, da war das ja auch so, in dem Raid hast du zum Beispiel die Waffe bekommen, die Schrotflinte beispielsweise. Und das sind Sachen, wo man dann trainiert hat, geübt hat mit Freunden etc. Und das war cool bei anderen Spielen, jetzt so Overwatch oder auch Apex leider. Man will was haben, findet etwas cool, ja. Man muss aber erstmal diese Lootbox erspielen und dann nochmal Glück haben, dass in der Lootbox genau das drin ist, was du haben möchtest. Und klar gibt es dann immer wieder dieses, dass es in Anführungsstrichen legal ist, dass es dann nochmal so eine Ingame-Währung gibt, die du auch in eine Lootbox ziehen kannst, wie bei Overwatch oder bei Apex, ja. Aber da musst du erstmal reichlich sammeln, um dann das, was du haben möchtest, zu kaufen. Und ich finde, dass Lootboxen so ein bisschen, die Spielewelt kaputt machen. Ich meine, auch FIFA, das geht mir bis heute nicht rein, wie Leute jedes Jahr Packs kaufen, bis Loch und Löcher, ja, was ja letztendlich genauso ist, als würdest du an einem Spielautomaten hocken. Das wird nicht mehr übertragen, die Daten. Ja, und auf nächste Season ist es weg, also das ist ja total bescheuert, ja, also bei Apex hast du wenigstens den Skin noch von 2019, bei Overwatch hast du den Reinhardt-Skin noch von vor 3-4 Jahren. Ich meine, wenn ich Overwatch jetzt anmache, habe ich noch ultra alte Skins, die wahrscheinlich ganz viele nicht haben, ja, das ist zumindest eine positive Sache noch aus den Lootboxen, aber wie gesagt, jetzt sowas wie bei FIFA oder so, dann ziehst du ein Pack, ziehst einen Spieler und in der nächsten Season oder nächsten FIFA 22 dann, ja, hast du nichts mehr davon, weil keiner mehr das spielt, ja, und also dass alleine die Community ja darauf nicht kommt, dass das, also das muss man mal eine Season komplett nicht unterstützen, dann wird EA auch mal was ändern. Ja, aber solange das läuft, ich meine, solange so große Streamer wie, keine Ahnung, sieht man ja oft genug auf YouTube, das auch noch einen gewissen Punkt fördern, ja, wird es halt auch
gemacht. Ja, finde ich traurig. Ja, nur kurz so. Ist ja eigentlich sogar sehr beliebt auf YouTube-Videos, wo Leute Sachen öffnen, wie so Lootboxen öffnen und sagt ja dann, das ist ja. Ja, guck mal, der erfolgreichste Streamer spielt Glücksspiele. Es ist halt erfolgreich, weil es ist halt interessant. Keiner kann mit 100.000 Euro ins Casino gehen und 100 Euro Umdrehungen machen. Ja, deswegen ist es halt beliebt und wird gerne gesehen, aber es ist halt eigentlich nicht richtig. In meinen Augen, ja. Du bringst was Falsches bei. Uns wurde beigebracht, mit Freunden zusammen zu spielen, kreativ zu sein, erfolgreich zu sein. Ich meine, unsere Generation sind viele auch Souls-like-Game-Spieler, ja. Da gibt man heute dann einen frischen 18-jährigen Dark Souls, der kennt sowas nicht. Der denkt, wer spielt denn sowas? Ja, das ist ja Frust. Ja, ich spiele lieber FIFA und zahle 15 Euro und kaufe mir 10 Packs. Ja, weiß ich nicht, aber meine Meinung, ja. Ja, also ich finde, Lootboxen, es kommt darauf an, was für ein Spiel es ist. Also ich finde auch zum Beispiel wie FIFA, wo du ja schon für ein Vollpreisspiel zahlst und dann musst du in-game auch nochmal zahlen, damit oder du halt du kannst, erreichst. Geht das schneller. Oder kannst, genau. Aber das finde ich auch blöd, wo ich sage, dass es sich halt nicht zum nächsten Game überträgt, sondern das ist dann weg. Also das finde ich halt reine Abzocke. Weil ich sage, ich differenziere das, wo ich sage, okay, wie Free-to-Play-Games, wo ich sage, du kannst dir einfach Free-to-Play runterladen und dann kannst du da quasi mit Lootboxen dir Sachen erspielen, was dir aber nicht im Spiel hilft, besser zu werden, beziehungsweise nur rein Kosmetik. Also das finde ich in Ordnung, wo ich sage, was halt kosmetisch, weil ich meine, irgendwie müssen die Leute ja Geld machen, weil wenn das kein Free-to-Play ist, irgendwie muss ja die Kohle rein. Und das finde ich, wo ich sage, okay, das mit Lootboxen finde ich in Ordnung, weil es gibt ja auch noch andere Währungen, wo ich sage, kannst du dir im Spiel, dauert halt länger, ja, kannst du dir erspielen. Aber ich finde auch als bestes Beispiel zum Beispiel Apex, da gibt es ja diese Hellroom-Sets, du bekommst halt so eine coole Waffe, macht nicht mehr Damage, schaut aber gut aus. Und das ist halt total random. Also da sind auch Leute, die irgendwie gerade angefangen haben zu spielen, sind Level 10 geworden, haben das in der Box drin gehabt. Und ich zum Beispiel, ich spiele lang und habe das erst mit Level, keine Ahnung, 350 oder so bekommen. Und habe auch viel Geld, also ja doch, investiert um so eine Box. Da finde ich, es ist halt total random. Das finde ich halt, wo ich sage, man könnte wenigstens sagen, okay, wenn jemand schon in das Game investiert, dass man da so eine Art System macht, okay, nach jeder 100. Lootbox oder so, gibt es auf jeden Fall zu 100% ein, so auch als Belohnung, wo ich sage, wenn du dir eh schon uns gut sponserst, dann gibt es auch nicht, okay, hast du Glück, hast du nicht Glück. Ja. Aber ansonsten, also bei Free-to-Play-Games finde ich Lootboxen in Ordnung, weil irgendwie müssen sie ja finanzieren. Aber du solltest daraus keinen Vorteil im Spiel haben, finde ich. Das finde ich wieder scheiße. Wenn du mit dieser gewissen Lootbox halt irgendwas kriegst, wie bei, ich glaube, Star Wars Battlefront war das, dass du da irgendwie Darth Vader gezogen hast und dann war es halt mega OP. Oder ich glaube, bei Destiny, oder Chris, da war ja auch oder so eine Waffe, die du dann irgendwie erspielen konntest, erkaufen konntest. Oder was, Destiny? Ich weiß nicht. Nee, also Destiny war eigentlich, gibt es kein Lootbox-System. Du waren okay. Halt immer alles erspielen. Also kann sein, mit den Zweier habe ich nur bis zum Anfang gespielt. Ja. Da war es eher so ein DLC-Problem, dass die halt verteuertes DLC-System gemacht haben. 40 Euro für ein DLC, was du in einer Stunde gespielt hast. Ja. Achso, ja. Das war ja bei Destinys Problem. Ja, nee, da war es was anderes, aber ich glaube bei Star Wars Battlefront war es. Star Wars war es auf jeden Fall, die haben einen richtig Sound bekommen, obwohl es ein geiles Spiel ist, ja. Ja, und das finde ich halt, wo ich sage, das finde ich halt blöd, dass du durch das, dass du halt irgendwie random Sachen bekommst, dann Glück hast und dann dir irgendwas ergatterst, wo ich sage, okay, jetzt habe ich im Spiel einen Vorteil. Also ich finde, wenn Lootboxen, sollte es nur rein kosmetische Sachen sein. Und hast du bei dir eigentlich schon fast definiert mit Gacha-System, Benny? Also es geht in diese Richtung mit, was du gerade gesagt hast, mit du. Dass die Sachen, die du bekommst, einen gewissen Wert haben, die so gesehen ja auch wichtig sind, weil sie Statuseffekte haben, also die ändern so gesehen Spiel, weil die besser sind oder schlecht. Also du. Achso, das ist ein Gacha. So in die Richtung. Ich werde es später nochmal, geht in die Richtung, wo, sag ich mal, alle Gacha aufbauen, wo das Wichtigste ist. Und aber da komme ich später noch dazu. Ja, also das ist halt jetzt so meine Meinung. Also beim Free-to-Play mit Lootboxen, okay, sehe ich ein, aber beim Vollpreisspiel dann da auch nochmal Geld machen mit Lootboxen, dass du da besser, also
Also ich finde, das ist jetzt wieder scheiße. Also finde ich jetzt. Und natürlich bei Games, da wo du dir einen Vorteil erspielen kannst in-game, durch Lootboxen. Finde ich auch blöd. Soll also rein kosmetisch sein. Genau. Soll rein kosmetisch sein, dass du halt cooler ausschaust oder anderen Skin. Aber nicht rein, wo ich sage, dann bist du jetzt OP oder irgendwie einen Vorteil gegenüber anderen Leute hast. Michi, wie sieht's bei dir aus? Ja, genauso. Also ich glaube, da wird echt alles gesagt. Ich habe selber nie wirklich viel Geld ausgegeben für irgendwelche Sachen. Student halt. Ja, zu einem das und zu anderem, ich weiß nicht, mich haben Skins oder so nie gejuckt. Ich weiß nicht. Ich habe gespielt, ich wollte das Spiel spielen. Und wenn ich jetzt, also wenn bei League of Legends, ich habe richtig lange League of Legends gespielt und irgendwann habe ich mir dann schon mal einen Skin geholt oder so. Aber halt, ich weiß nicht, sonst. Keine Ahnung, ich brauche das nicht. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn es da ist, wenn ich, wie der Benny schon meinte, keinen Vorteil innerhalb des Spiels bekomme, wenn man sich was holt oder so, dann ist es mir eigentlich wurscht, ob die Leute Geld ausgeben oder nicht. An sich, ich kenne mich zu wenig aus, um zu sagen, sollte man das unterstützen, soll man sie unterstützen. Bei einem Vollpreisspiel ist es schon komisch, dass man danach nochmal Geld will. Bei einem Free-to-Play-Game ist es so, ja, okay, kauft euch den Skin oder so, ich weiß nicht, dann. Da sehe ich das Schlimme irgendwie nicht da. Aber vielleicht übersehe ich da auch was ganz Wichtiges. Vielleicht kann mich jemand. Ich meine, das ist das einen dann vielleicht das gar nicht so juckt. Ist ja kein Problem. Für mich ist nur, ich glaube, das glaub, geht auch eher in diese Richtung, dass er das so gesehen, da diese Lootboxen existieren, ja so gesehen. Gefühlt fast jedes Spiel so in diese Richtung geht, also jedes Free-to-Play oder jetzt auch jetzt schon Spiele, die kostenpflichtig sind, sowas drin haben. Und da war ja auch zum Beispiel mein Anreiz mit Genshin Impact. Du hast ja auch ein Spiel, was kostenlos ist, aber wie du weiterkommst, musst du eigentlich so gesehen Geld ausgeben. Und zwar nicht mal wenig, also schon viel. Und das zu sehen, dass es zukünftig immer weiter in diese Richtung geht, weiß nicht, ich finde es ein bisschen, macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich finde, es geht meiner Meinung nach schon in die falsche Richtung, wie ein Spiel eigentlich sein soll. Und, aber ja, habt ihr so, nur so kurz, habt ihr irgendwelche Ideen, wie man es vielleicht anders machen könnte? Oder denkt ihr, es ist ein bisschen eine schwierige Sache, weil es ja jeden so gesehen selbst überlassen, wie es dann am besten ist, wie man einen Spieler belohnt oder wie es eine Belohnung ist. Wenn man jetzt zum Beispiel bei WoW schaut, dann ist ja die Belohnung, wenn du in den Dungeon gehst und den Boss besiegst, kriegst du eine Belohnung. Aber ist jetzt schwierig bei Spielen wie jetzt zum Beispiel bei LoL oder so, wo im Prinzip eigentlich immer dasselbe abläuft und du so gesehen eigentlich nur PvP spielst und das Einzige, was du ändern kannst, ist ja so gesehen nur die Ästhetik, also den Look und okay, du machst mehrere Games, dann kriegst du halt Belohnungen. Also, glaube ich, ein bisschen schwierig, da das irgendwie zu ändern. Aber es kommt halt für mich schon stark darauf an, wie extrem man diese Situation ausnutzt mit den Lootboxen. Also, ich finde, dass man sich einfach nichts ändern muss, wenn man anguckt, in den letzten 3 Jahren waren 2 Spiele, die zum Beispiel, wenn man das jetzt als solches nehmen kann, die Game of the Year waren 2 Spiele ohne DLCs, ja, mit Free Patches im Nachhinein und ein Singleplayer-Spiel. Das war einmal God of War als Beispiel und Sekiro, ja, was jetzt vor kurzem erst ein Patch bekommen hat. Alles kostenlos. Aber ja. Sekiro ist auch kostenlos, glaube ich, das Update, oder? Richtig, ja, das sage ich ja. Es geht. Das ist ja Tricks von Spielen, die sagen, es ist Free-to-Play, weil das rechnet sich mehr. Weil das ist umgekehrte Psychologie. Du sagst, es ist Free-to-Play, also kann ich ja meine Lootbox ausgeben. Und du gibst nicht eine aus, du gibst 10, 20, 30, 40 aus. Und dann bist du bei weitem höher, als würdest du ein Spiel normal kaufen. Apex könnten die ohne weiteres sagen, als ich nehme es mal als Beispiel oder auch Fortnite. Ich zahle dafür 60 Euro, ja, und krieg dann immer mal einen Free-Skin oder irgendwas. Aber die machen es nicht, weil es nicht rechnet. Es ist besser zu sagen, ich mache es kostenlos, auch Hearthstone, ja. Ich mache es kostenlos, ich ziehe mehr Spieler ran und verkaufe dann einfach Ingame-Sachen, Packs, Lootboxen etc. Ja. Die einzigen, die da ein bisschen übertrieben hat, fand ich, war halt Overwatch, ja, weil das Vollpreisspiel plus Lootbox, ja, das ist halt dann
ziemlich hart an der Grenze. Ich meine, Blizzard hat damit trotzdem Erfolg gehabt, aber die haben ein bisschen übertrieben. Aber ich finde nicht, dass du es brauchst. Also, bestes Beispiel ist, wie gesagt, Ghost of Tsushima zum Beispiel. Mega gutes Spiel, mega gutes Story-Spiel. Haut halt einfach ein komplettes Multiplayer-Spiel raus. Jedes andere Unternehmen, was größer wäre, Ubisoft, EA, hätten dafür 30 Euro verlangt. Ja, Soccer Punch sagt, wir machen es umsonst. Und es ist auch super gut angekommen. Und ich hoffe, dass das andere einfach auch mal beherzigen und nicht immer nur Spieler übertrieben an die Kasse beten. Ich habe kein Problem, in Zukunft für die PS5-Games oder so einen Zehner mehr zu zahlen. Gar keinen Stress, ja, wenn es damit dann auch in Ordnung ist. Ja. Aber wenn ich allein in den PlayStation Store gucke und ich sehe, dass jedes zweite Spiel 3-4 Versionen hat, ja, da nochmal ein Zehner mehr, da nochmal ein 20 mehr oder so, wo ich mir denke, dass andere Spiele, ob es jetzt ein Cyberpunk ist, Multiplayer wird kostenlos nachgereicht, DLCs werden kostenlos nachgereicht, wie gesagt, God of War, alles umsonst nachgereicht, Sekiro, ja, also ich habe auch kein Problem, wenn es ein großes DLC ist, wenn es ein paar Euro kostet, ja, da sagt kein Mensch was, weil dann weiß ich ja auch, was ich dafür bekomme und wenn das Spiel mir Spaß gemacht hat, dann erweitere ich das, aber wie gesagt, das, was die viele Spieler einfach heute ausnutzen, ist einfach, die Leute so an die Kasse zu beten, ja, ich meine, Michi hätte auch recht, man muss es nicht kaufen, aber nicht jeder ist so vernünftig. Ja. Viele, viele auch junge Spieler, ich sehe es ja meinem Neffen auch, boah, cool, ich habe den Skin gesehen, Onkel, kannst du mir 5 Euro geben, dann kaufe ich den. Das ist bei einem alles ist okay, aber das läppert sich halt, ja. Und ja. Aber gut, dass du es ansprichst, denn das wäre so gesehen gleich die nächste Frage. Aber nur kurz wegen Overwatch. Das finde ich lustig, weil Overwatch, glaube ich, kostet 20 Euro, also das Normalspiel. Und mittlerweile, ich habe damals 60 Euro gekostet. 60 Euro, ja. Ich habe Vollpreis war das damals, zum Release. Ja, es gibt so eine Edition, glaube ich, die kostet dann auch 50 Euro oder so. Aber dann kriegst du irgendwelche Skins, ja. Kriegst du Skins. Aber das Lustige ist ja, die Skins im Spiel sind fast so teuer, wie eigentlich das Spiel, das du gekauft hast. Die sind also 10 bis 20, also die sind ja natürlich auch unterschiedlich teuer, aber da zahlst du ja auch schon, also nach 2 Skins hast du eigentlich so gesehen den Preis für das Spiel gekauft. Und man merkt, ich glaube, mich hat ja auch, haben wir ja mal gemacht bei LOL, wir haben ja geschaut, wie viel wir mal in LOL reingesteckt haben und da sieht man einfach eine große Summe, bei mir ist es auch schon dreistellig in diesen 5, 6 Jahren für meinen neuen Account und denke ich mir so, krass, also wie viel man für ein kostenloses Spiel ausgegeben hat, für Sachen, die eigentlich an sich nichts bringen, außer dass man anders aussieht, schon gewaltig, wie viel, wie schnell oder wie viel Kohle man da schon rausholen kann. Also das ist schon also in Anführungszeichen beeindruckend, das ist schon krass, wie schnell, weil ich denke, ich habe nur gedacht, ja, wie können sie sich das finanzieren, aber da kommt schon eine fette Kohle, wenn irgendwie ein Skin kommt, den die alle wollen, dann zahlt jeder, keine Ahnung, 10 Euro und das machen sie, sag ich mal, jeden Monat. Da kommt schon viel rein. Das stimmt, aber ich muss auch sagen, also bei mir ist es auch, ich glaube, 100 bis 200 Euro, aber ich habe 10 Jahre gespielt. 100 klingt schon viel, aber ich rechne das immer so pro Stunde, würde ich sagen. Wenn ich jetzt ein Vollpreis-Singleplayer-Spiel kostet 60 Euro, keine Ahnung, und es hat eine Spielzeit von 50 Stunden oder so, ich weiß nicht. Oder sagen wir 60 Stunden, kann man es besser rechnen, dann wäre ja quasi eine Stunde 1 Euro. Und da würde ich sagen, okay, wenn man innerhalb von 10 Jahren oder auch von 5 Jahren 100 Euro ausgeben hat, sind das halt im Monat, ist es, muss ich rechnen, vielleicht ein Euro, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht viel. Warte, ich rechne mal kurz, ein Euro, glaube ich. 3-4 Euro im Monat, das, eigentlich ist es nicht so viel. Aber wenn du dann halt, also bei Genshin Impact habe ich ein Video gesehen, da hat einer das hochgerechnet. Du musst ja irgendwie, es wird einkategorisiert in Sterne, in diese Helden. Oh, ich freue mich schon, euch das zu erklären später. 5 Sterne ist doch irgendwie super selten und die Chance ist halt super gering. Aber um den abzugraden, brauchst du irgendwie 3-mal den gleichen nochmal. Oder 5, 6-mal den gleichen, um den aufzufüllen. Da hat einer das mal durchgerechnet. Das war irgendwie über 7.000 Euro, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Und den musst du noch upgraden und alles. Ja, also, das ist ja nur der Charakter. Ja. Also worst case musst du halt irgendwie so mehrere 1.000 Euro für einen Charakter blechen. Da gibt es Extrembeispiele, da will ich später echt mal drauf kommen, was Sachen passiert sind. Da hört es ja schon auf. Also das ist schon krass. Also ich hab so ein ähnliches Spiel gespielt, also was auch mit den Sternen und so ist, ich weiß nicht, so ein Mobile Game, Langriser heißt es. Und das ist auch so ähnlich. Da gibt es auch so ein, also kannst du Charaktere ziehen, also zahlst halt.
oder halt Ingame-Packs, aber die sind natürlich begrenzt. Um Ingame-Packs auch wieder zu bekommen, musst du halt so irgendwie Runden freischalten, dass du halt was machen kannst, so Quests machen kannst, etc., damit du diese Sachen im Game freischalten kannst. Und das ist auch wieder mit Lootboxen. Und da brauchst du auch irgendwie dreimal, und es steigert sich immer. Am Anfang brauchst du den irgendwie nur zwei, dreimal. Und dann brauchst du ihn sechsmal, um ihn aufzulöffeln. Und dann umso mehr. Und dann denke ich mir auch so, also ich finde das Schlimme. Ja, also bevor Benni, wenn du weiter zu Gacha kommst, also zu Nein, ich wollte noch kurz dazu zu dem Spiel. Also, wie man Spiele besser machen könnte, ist, finde ich, wie WoW zum Beispiel, Transparenz. Wo es sagt, du zahlst 13 Euro im Monat. Du weißt, was du für 13 Euro kriegst, und zwar im Spiel kannst du alles erreichen, ohne Geld auszugeben. Du hast Raids, du kriegst die Items, du kannst innen drin diese Cosmetics-Sachen machen, weiß ich, mit Ingame-Währung. Klar kannst du die auch erkaufen oder als selber erfarmen mit Sinn, aber für 13 Euro, weißt du, kriegst du halt das Spiel, wo ich sage, du kannst da drin einfach alles machen. Und finde ich, weil das Gefährliche ist an diesen Free-to-Play-Games, dass es sich dadurch finanzieren, und vor allem die schlimmsten sind ja die, wo du sagst, du kannst dir mit Geld noch einen gewissen Vorteil erkaufen, sind halt die, weil du am Anfang denkst, ist free to play, ist ja wurscht, es kostet mich ja nichts, ich kann das Spiel einfach mal ausprobieren, ob es gut ist oder nicht. Und wenn es dir dann taugt, beziehungsweise der Anfang, wenn man sich erinnert, ist ja jedes Spiel cool, weil du ja immer diesen Aufbaumechanismus hast, du baust irgendwie auf, du baust deinen Charakter auf, du baust wie auch immer irgendwas auf, und das ist ja am Anfang immer cool, weil du immer wieder Herausforderungen hast, du musst das machen, du steigerst dich immer mehr rein und dann denkst du, okay, oh scheiße, jetzt geht's nicht weiter, aber du willst ja weitermachen und dann denkst du, ach, scheiß drauf, in Will ist ich ein Zehner. Und dann ist es damit es nicht getan, wo du denkst, okay, dann geht's wieder weiter und dann kommst du wieder an deine Grenze, wo du sagst, okay, jetzt musst du wieder Geld ein bisschen weiter und denkst, ach komm, weil es dann immer wieder nur 10 Euro sind, aber das läppert sich halt dann. Ja. Und das ist das Gefährliche, finde ich, an Free-to-Play, weil es halt eben kostenlos ist, also die sagen, es ist kostenlos und aber im Spiel triggern die dich einfach so hinterrücks, weil du automatisch besser werden willst. Um weiterzukommen, musst du zahlen. Um weiterzukommen, genau. Und dann denkst du dir, ach komm, 10 Euro ist ja scheiß drauf. Also wenn du das Geld hast, beziehungsweise, ich meine, wenn du einen Monat knapper Gast bist, dann gut, manche machen das halt trotzdem und benachteiligen halt andere Sachen. Aber sonst, weiß ich mal, und dann gibst du halt denn da viel mehr Geld aus. Und das finde ich ja zum Beispiel das Beste, wo ich sage, das Beste, was man machen kann, ist einfach transparent, wo ich sage, hey, für jedes Multiplayer-Game, ich zahle 15 Euro oder so, wie bei WoW, monatlich. Ja, und dann ist ja dem Spiel ja selbst überlassen, ob sie in dem Monat... Genau, und dann kann ich im Spiel genau das erreichen, genau, und nicht durch diesen Sneaky-Mode hinterrücks, es ist kostenlos, aber jetzt musst du halt leider nochmal 10 Euro zahlen, um weiterzumachen. Okay, dann zahlst du halt die 10 Euro und dann geht es halt immer so weiter und irgendwann hast du halt ein Vermögen los, ja. Ja, nur kurz, also ein bisschen mehr Transparenz finde ich gut. Nur kurz, wir sind jetzt schon über eine Stunde. Also, echt? Theoretisch würde noch schon viel kommen. Ich weiß nicht, wie ihr gerade noch so seid. ich habe es ehrlich gesagt unterschätzt. Also schon eine Stunde. Es wird noch kommen. Soll ich ein bisschen sputen? Oder wir können einen Zweiteiler machen. Wir können quasi jetzt kurz mal kurz einen Break machen. Vielleicht aufs Klo. Okay, ich mache kurz die Aufnahme dann. Kurz einen Break und dann können wir. Genau. Den können wir weitermachen, machen wir halt einen Zweiteil.